Und damit, Sie ahnen es, kommen wir zum Torwandschießen. Den Herausforderer kennen Sie schon. Das ist Marco Cristofori, spielt in der Hessenliga beim SV Jügesheim. TGM SV Jügesheim. Also, okay, wir schauen uns besser mal an, mit was für einem Tor du dich hier beworben hast. In welchem Spiel war das und wie viel Meter? Das war im Trainingslager in der Türkei 2011, im Januar. Also rund 40 Meter waren das. 40 Meter, ich finde, das ist ein Applaus wert, auf jeden Fall. Marco, damit bist du im Rennen. Was interessant ist, dein Lieblingsspieler ist Klaas-Jan Hünteler, oder? Kennt sich aus. Ja, hat auf jeden Fall Ahnung vom Fußball. Aber der Hünteler ist auch kein Schlechter. Wir haben nämlich aus dem Netz noch ein Video gefischt von Ihnen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Schauen wir mal hier. Also Sie sind ja ein Scharfschütze. Hier gilt es, diesen Fahrradfahrer zu treffen, der, ich hoffe, ein Stuntman ist. Das war fürs niederländische Fernsehen. Oh! Was denn? Wie lange hat das gedauert, bis ihr den getroffen habt? 100 Schüsse? Nee, ich glaube 30 Schüsse. 30 Schüsse! Respekt. Ja, war nicht einfach. Haben sich aber entschuldigt. Tja, hier gibt es nur 6 Versuche, ne? Los geht's! Unten. Hünteler sozusagen. Nummer 1. Ja, jetzt kommt Ihre Stunde hier. Klaas-Jan Hünteler! So, noch keinen vorgelegt. Jo, der Herausforderer. Wie ist denn das bei Schalke, wenn Sie mit 0 nach Hause kommen? Gibt es dann Ärger? Ja, dann muss ich zahlen, glaube ich. Zahlen! Zahlen! So, Marco, ja! Marco Cristofori aus Rottgau, 23 Jahre alt. Also der muss schon mal nicht mehr zahlen. Ah, nicht schlecht. Klaas. Das können Sie noch aufholen. Ja. Jetzt oben. Er sieht gut aus. Er hat vor der Sendung gefragt, ist das eigentlich schwer? Und der letzte Versuch, aber man kann schon mal sagen, Marco ist uneinholbar vorne. Tja, mit 0, das gibt Ärger in Gelsenkirchen. Für Marco ist jetzt Schaulaufen. Oh. Der Scheinwerfer gibt keine Punkte. Marco Cristofori, 2 Treffer hat er. Komm, Junge, einen noch oben. Ah, okay. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Hat deinen Lieblingsspieler geschlagen. Und weil der Klaas ja ein ganz netter ist, gewinnst du in doppelter Hinsicht. Oh. Das ist das Trikot. Wenn Sie sich vorhin gefragt haben in den Bildern, warum hat der Hünteler kein Trikot mehr an? Das war's, ne? Rechtzeitig ausgezogen? Dies ist von der ersten Halbzeit. Von der ersten Halbzeit? Nee. So, hier habe ich mich getroffen, aber leider nicht gesehen. Und trotzdem, wer kriegt die? Ist vor. Ja? Ja. Okay, also. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und damit machen wir Schluss für heute. Wir sehen uns nächsten Samstag schon wieder. Unser Studiogast dann Toni Kroos vom FC Bayern München. Danke an Klaas-Jan Hünteler und Marco Cristofori. Tschüss aus Mainz.